Weltweit investieren und dabei breit streuen, das ist die Anlegerregel Nummer 1. Und dazu gehört eben auch, dass man sich regelmäßig Gedanken macht, sein Geld eben nicht nur in die Industriestaaten zu investieren. Sogenannte Schwellenländer, im Börsenjargon Emerging Markets genannt, gehören für viele Anleger definitiv dazu. Und das ist unser Thema jetzt mit Vermögensverwalter Andreas Glogger, Geschäftsführer von Glogger und Partner. Einen schönen guten Tag. Hallo, grüß Gott, Herr Franek. Ja, warum sollte man sich Schwellenländer eigentlich überhaupt ins Depot holen? Kauft man sich dort nicht auch zusätzliche Risiken, gerade jetzt angesichts der Corona-Folgen ein? Naja, im Rahmen der Diversifizierung gehören natürlich Schwellenländer schon in die Depotstruktur mit eingemischt. Aber, wie Sie richtig sagen, hängen natürlich auch Risiken in den Schwellenländern, insbesondere mit starker Volatilität. Und gerade viele Investoren mischen die Schwellenländer eben bei, weil dort unter Umständen höhere Renditen zu erzielen sind. Schwellenländerinvestments sind in etwa gleichzusetzen wie Startups. Das sind ja nicht so entwickelte Firmen, die irgendwas Tolles produzieren und dann einfach tolle Erträge mit ins Depot bringen. Da wo Risiko ist, ist eben auch Chance. Und deswegen sollte man den Anteil der Schwellenländer nicht so hoch wählen. Gerade wenn ich bei unseren Mandanten sehe, die legen größtenteils Wert auf Kapitalerhalt, überschaubare Rendite und kerngesunde Unternehmen, da geht man in den Schwellenländern definitiv höhere Risiken ein. Deswegen sind sie bestenfalls als Beimischung geeignet oder man macht es tatsächlich über die großen Industriekonzerne. Gehen wir in die Details, Herr Glogger. Da gibt es für Schwellenländer ein Synonym, BRIC, über viele Jahre hinweg, also Brasilien, Russland, Indien und China. Aber mal ehrlich, sind das überhaupt noch Schwellenländer? Nein, diese Abkürzung ist wirklich schon aus der Geschichte hergeleitet. Wenn man sieht, dass Brasilien die sechstgrößte Volkswirtschaft dieser Welt ist oder China mit ihrem Bruttoinlandsprodukt in ein paar Jahren die Vereinigten Staaten überholt hat, da kann man nicht mehr von BRIC sprechen, sondern man sieht, dass im Rahmen der Globalisierung weltweit investiert werden muss. Und wenn man hier die beste Qualität hernimmt, dann hat man automatisch auch eine Streuung über den gesamten Globus und nimmt somit auch die Chancen zum größten Teil mit, aber mit deutlich weniger Risiken. Wenn Sie jetzt auf die Schwellenländer schauen, Herr Glogger, Sie und Ihre Kollegen mit den Portfolios, wann geht Ihr Daumen rauf, wann geht Ihr Daumen runter? In erster Linie, wir als konservativer Vermögensverwalter sind ja sehr stark auf Substanz und auf wenig Risiken bedacht. Und wir müssen schon feststellen, die Bilanzen in irgendwelchen exotischen Ländern, die können wir nicht wirklich analysieren oder gar lesen. Das sind vielleicht auch Sprachen, denen wir auch gar nicht mächtig sind. Wenn ein Investor da reingehen will, dann eignet sich da vielleicht das über einen aktiv gemanagten Fonds oder einen ETF. Wir verwenden dazu klassische Industrieaktien, die eben einen Großteil ihrer Erträge eben nicht in Europa oder nicht in Nordamerika erwirtschaften, sondern eben in den asiatischen und Randregionen. Haben Sie so etwas wie ein Lieblingsschwellenland, Herr Glogger? Nein, nicht direkt. Mir ist es am liebsten, über die großen Konzerne zu gehen. Klare Frage, klare Antwort. Abschließend, wie kann man jetzt als Privatanleger am besten in Schwellenländer investieren? Am besten über ETF, den man aussuchen kann, oder aktiv gemanagte Fonds. Herr Glogger, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch zum Thema Schwellenländer. Andreas Glogger war das, Geschäftsführer von Glogger und Partner. Vielen Dank. Gerne.